Willkommen zum letzten Teil der Vorlesung. Wir wollen uns jetzt noch die Verhaltensmuster angucken. Das heißt, während die anderen beiden Musterarten, die wir uns in anderen beiden Teilen angeguckt haben, sich entweder um die Erstellung von Objekten kümmern, das war der zweite Teil, oder um strukturell, wie wir irgendwie Objekte verbinden wollen, soll es jetzt darum gehen, wie wir das Verhalten von den Objekten möglichst aufteilen und Verantwortung aufteilen zwischen verschiedenen Objekten. Wir gucken uns da nur ein Entwurfsmuster an, das ist der sogenannte Observer Pattern und vermutlich das weit verbreitetste Entwurfsmuster, zumindest das weit verbreitetste von den Verhaltensmustern. Die Intention dabei ist folgende: Define a one-to-many dependency between objects, so that when one object changes state, all dependents are notified and updated automatically. Andere Namen dafür sind Dependence oder Publish Subscribe. Was bedeutet das? Also wir haben irgendwie eine 1 zu viele Beziehung, also ich habe ein Objekt, das hat irgendwie einen Zustand und es gibt ganz viele, die unter Umständen davon irgendwie was wissen möchten. Und jetzt gibt es so, es gibt Zustandsänderungen in diesem einen Objekt, das werden wir gleich Subjekt nennen, und die anderen sollen jetzt irgendwie benachrichtigt werden. Natürlich können die auch ständig einfach nachfragen, das ist bekannt als Polling. Das ist allerdings ein unglaublicher Aufwand, das heißt, wir hätten einfach ganz viele Anfragen auf das Objekt, hast du dich geändert, hast du dich geändert, hast du dich geändert. Und da ist es vor allem schwierig, einen guten Trade-off zu finden. Wir wollen nicht so viele Berechnungen, wir wollen allerdings auch möglichst oft oder möglichst aktuelle Daten haben. Und deswegen gibt es da ein relativ einfaches Konzept, dass das Subjekt einfach die anderen informiert. Allerdings wollen wir eins dabei vermeiden. Wir wollen nicht, dass das Subjekt all diese, sagen wir 100 Klassen kennen muss, die benachrichtigt werden müssen. Dass die alle, dass von denen jeweils eine Instanz da ist, dass die alle einzeln informiert werden müssen, vielleicht noch jeder mit einer anderen Methode. Und das ist deswegen schlecht, weil, gut, bei dem Beispiel mit, wir haben 100 andere Klassen, ist es offensichtlich, wir hätten dann 100 Felder, die wir da einfügen müssen und müssen uns um alles irgendwie separat kümmern, das leuchtet ein. Allerdings, selbst wenn wir sagen, wir haben nur zwei andere Klassen, aber wir haben viele Subjekte, dann ist es, wenn ich jetzt eine neue Klasse hinzufüge, die den Zustand überwachen möchte, die informiert werden möchte von, sagen wir, 50 Objekten, dann muss ich in 50 andere Klassen reingehen und mich da selber hinzufügen. Und das möchte man irgendwie vermeiden. Das ist eine Kopplung zwischen den Klassen, die unnötig ist, dank diesem Pattern, und die vermieden werden sollte. So, das heißt, was wir vermeiden wollen, ist eine Kopplung, und eine Kopplung passiert durch explizite Referenzen. Also könnt ihr euch das vorstellen, sobald ich einen Import brauche, um auf diese Klasse zuzugreifen, ist es schlecht, weil dann habe ich so eine Kopplung zwischen den zwei Klassen. Und das primäre Beispiel und warum auch das Observer-Pattern so weit verbreitet ist, ist das Model-View-Controller-Architekturmuster, was wir uns schon angesehen haben in der Architekturvorlesung, wo die Idee ist, ich trenne Modell von der Ansicht und von der Kontrolle über Änderungen. Das heißt Model View Controller. Und hier ist es auch so, beim Model und View sollten sich eigentlich gar nicht gegenseitig kennen. Und vor allem sollte das Modell nicht alle Views kennen müssen. Das hat auch damit zu tun, es gibt viele Anwendungen, die laufen einerseits mit einer GUI, andererseits headless sozusagen, einfach nur auf der Kommandozeile oder sozusagen in einem Batch-Shop. Und dann möchte man natürlich nicht, dass diese ganzen GUI-Sachen irgendwo im Hintergrund mitlaufen und ganz viel Aufwand verbrauchen, sozusagen ganz viel Rechenaufwand. Und deswegen die Idee, beim Modell registriert man sich einfach als View, wenn man auf Änderungen reagieren möchte. Und dieses Registrieren, das passiert wie folgt, dass es eben so eine Liste von eben Observern gibt, eine Liste von anderen Klassen, die an Änderungen interessiert sind, und die müssen alle das gleiche Interface haben. Und das hat den Vorteil, dass ich einfach eine Liste von diesen Observern machen kann, und wann immer es Änderungen gibt, gibt es da einfach eine Methode drin im Interface und die sagt Notify oder ähnliches. Und das Ganze gucken wir uns jetzt mal an. Und zwar, die Methode heißt nicht Notify, sondern Update. Und wir sehen das hier an der Stelle, das heißt,
Was wir typischerweise haben, ist, es gibt Klassen, die sind interessiert an dem aktuellen Zustand. Ja? Die nennen wir jetzt Concrete Observer. Die haben eine Update-Methode und diese Update-Methode, die soll jetzt aufgerufen werden, wann immer es zu einer Zustandsänderung in der Klasse gibt, die wir beobachten. Die Klasse, die wir beobachten, die nennen wir Subjekt. Und jetzt ist es so, da muss man ein bisschen aufpassen hier an der Stelle. Es gibt tatsächlich eine Verbindung zwischen diesen zwei Klassen. Ja, das ist eine Assoziation und die Assoziation sagt, der Concrete Observer, der kennt das Subjekt, aber nicht umgekehrt. Also das Subjekt kennt die Concrete Observer nicht. Und um diese Kopplung, damit diese Kopplung nur in diese eine Richtung stattfindet und diese quasi nicht schlimm ist, um das zu erreichen, müssen wir ein bisschen Umweg einbauen. Ja, wir sehen jetzt hier oben, da sind auch irgendwie zwei andere Klassen involviert. Und zwar funktioniert das wie folgt. Der Concrete Observer, der erbt von einem abstrakten Observer. Warum? Naja, das ist der Typ, unter dem das Subjekt später alle konkreten Observer kennen wird, aber eben nur implizit, ja? Nicht explizit, ich brauche da keinen Import zu Concrete Server Observer 1, Concrete Observer 2 und so weiter, sondern nur zu dem abstrakten Observer. Und jetzt gibt es noch eine Klasse Observable, die wäre nicht zwingend notwendig, aber die bietet sich einfach an in der Praxis. Was macht diese Klasse? Observable ist eine Klasse, die mir ermöglicht, die Observer hinzuzufügen, zu entfernen, die eine Methode hat, um alle Update-Methoden auf allen Observern aufzurufen und die auch sozusagen, ja, die im Prinzip benachrichtigen kann. So, das wäre theoretisch denkbar, dass wir all diese Funktionalität in das Objekt reinschreiben, aber dann müssen wir eben unsere Observer-Liste haben, wir müssen diese Methoden hinzufügen und stellt euch vor, wir haben eben 100 solche Subjekte, dann müssen wir da jedes Mal die ganzen Methoden implementieren. Und deswegen folgende Idee, wir lagern das aus in eine extra Klasse, die heißt Observable und von der kann man erben, wann immer man anderen die Möglichkeit geben möchte, sich als Observer zu registrieren und auf Änderungen zu reagieren. Im Falle, dass sich bei dem Subjekt was ändert, läuft jetzt Folgendes ab. Das Subjekt ruft die Methode NotifyObservers auf. Die Methode NotifyObservers geht die Liste der aktuell hinzugefügten Observer durch, ruft auf denen die Update-Methode auf und wenn bei denen die Update-Methode aufgerufen wird, dann fragen die das Subjekt an und fragen an welcher Stelle hat sich denn was bei dir geändert. Und das kann beliebig komplex sein. Diese Update-Methode, die kann noch Informationen darüber enthalten in einer Art Event, wo man in dem Event nachlesen kann, was wurde eigentlich geändert. Ja, ich habe ein Dateisystem mit Ordnern und Dateien und dann kriege ich die Meldung, es wurde der Name von der Datei geändert oder es wurde ein Zugriffsattribut geändert. Es kann aber auch sein, dass die bloß so generell ist, ohne Parameter und dass wir dann uns den ganzen Zustand eben erfragen müssen. Und das kommt auf den Einzelfall an und da sehen wir wieder, es ist eine Schablone, die wir einsetzen können und nicht immer wird es komplett gleich umgesetzt. Auch das wollen wir uns wieder praktisch angucken. Und zwar brauchen wir da wieder neue Funktionalität in unserem Taschenrechner. Und hier haben wir jetzt ein Unique Feature, was bestimmt kein anderer Taschenrechner kann. Nämlich dieser Taschenrechner soll von 0 bis 10 hochzählen. Ja, und was wir damit machen können, ist der Anfangswert von 0, der jetzt irgendwie immer noch da stand, den werden wir jetzt sinnvoll benutzen. Nämlich wir werden den als wie eine Funktion benutzen. Ja, wir können uns vorstellen, das wäre der x-Wert und auf der rechten Seite von der Gleichung sehen wir den y-Wert. Gut, um das zu implementieren, gucken wir jetzt wieder in Eclipse rein und diesmal habe ich da schon ein bisschen was vorbereitet, damit das ein bisschen schneller geht. Und zwar gibt es hier eine neue Klasse. Ja, ich habe hier eine neue Klasse hinzugefügt, ansonsten seht ihr, da gibt es keine Änderungen. Die Klasse heißt CounterValue. Was macht diese Klasse? Diese Klasse erbt von Value, das heißt, es ist nochmal eine weitere Vererbung. Das heißt, es erbt auch alles, was Value hat, von toString und getValue und ähnlichen Methoden. Und wir können jetzt, Folgendes passiert jetzt noch. Naja, erstmal, wir initialisieren den Wert mit 0. Ja? Wir starten irgendwie bei 0. An der Stelle legen wir fest, wir zählen von 0 bis 10. Und was man dafür machen sollte, damit die GUI nicht anhält, man sollte irgendwie einen neuen Thread starten. Ja, und da gibt es jetzt ein bisschen was und deswegen habe ich das auch schon vorbereitet. Wir müssen, oder
können den neuen Thread-Schaden, indem wir Vulnerable implementieren. Dann würden wir hier sagen, beim Konstruktor, wenn der Wert angelegt wird, wird der Thread gestartet. Das passiert jetzt nebenläufig, das heißt, diese Startmethode sorgt dafür, dass irgendwann nebenläufig in dem anderen Thread die Run-Methode ausgeführt wird. Und was macht die Run-Methode? Naja, die Run-Methode nimmt jetzt den Wert. Solange der Wert noch kleiner als 10 ist, wird er eben erhöht, allerdings immer erst nach einer einsekündigen Pause. So, und das Hinzufügen von so einer Klasse, typischerweise verändert das jetzt noch nichts. Dazu müssen wir die natürlich erstmal noch benutzen. Und die Frage ist, an welcher Stelle? Naja, hier bietet sich die Stelle an, wo wir sowieso schon den Default-Wert für die Expression haben. Ja, das heißt, wir können jetzt hier sagen, new counter value. Erstaunlicherweise kann er das gar nicht. Ja. Gut, jetzt hat er es geschafft. Etwas zeitlichen Verzug und dieses Feld hier oben brauchen wir dann auch gar nicht mehr. So, was wir jetzt erreicht haben sollten ist, also wir haben dieses Counter-Value, das zählt eben nach und nach die Werte hoch und das müsste jetzt auftauchen in der GUI. Dann starten wir mal die GUI, den Taschenrechner, müssten jetzt sehen, wie das hochzählt. Ja gut, also ihr seht irgendwie, das hat jetzt noch nicht funktioniert. Ja? Also hier irgendwie, ich kann hier, oh, da passiert irgendwas. Ne? Also eben stand da noch eine 2, jetzt steht da eine 8. Jetzt kann ich irgendwie hier nochmal was dazu rechnen, jetzt steht da eine 10. Aha, also der zählt schon hoch im Hintergrund, aber irgendwie ist das hier nicht aktualisiert. Und ist auch ganz klar, das aktualisiert sich im Moment nur, wenn ich hier auf den Button drücke. Und deswegen prädestiniert für das Observer-Pattern, weil was wir jetzt irgendwie noch brauchen, ist dieses Label ist ein Concrete Observer für das Counter-Value. Das Counter-Value ist ein Subjekt und dieses Subjekt soll überwacht werden sozusagen, deren Änderungen, auf den Änderungen soll reagiert werden. Und dieses Label möchte jetzt nicht einfach alle 2 Millisekunden nachfragen, ob sich der Wert geändert hat, sondern es möchte einfach bekannt werden, Bescheid bekommen und dann sich selber aktualisieren. Und das wollen wir jetzt umsetzen. Was wir dafür machen müssen ist, ja, also wir können hier im einfachsten Fall würden wir hier jetzt irgendwie sagen, naja, wir wollen auf diesen Calculator zugreifen. Das heißt, ich sage hier irgendwie Calculator und dann Update GUI. Ja, wir hatten ja eh diese Methode implementiert, Update GUI in dem Calculator und ja, kennt er natürlich noch nicht. Das heißt, wir müssen jetzt hier irgendwie eine Variable anlegen oder ein Feld. Fangen wir mal wieder ein Feld an. So, und das soll jetzt der Prof Calculator sein. So, nice Imports. Speichern. So, was geht jetzt noch nicht? Naja, diese Methode ist nicht sichtbar. Das heißt, das ist tatsächlich auch was, was irgendwie immer mal passiert, dass man sich sozusagen irgendwie überlegt, naja, gut, eigentlich sollte hier vielleicht irgendwie private sein, aber vielleicht muss er das gar nicht sein. Also vielleicht könnte ich da aus dem Package drauf zugreifen, vielleicht kann das auch einfach jeder von außen machen, wenn er meint, die muss aktualisiert werden. So, jetzt kann ich drauf zugreifen, aber ich muss den Wert ja noch irgendwie setzen. Ja, ich muss irgendwie überhaupt erstmal zu diesem Wert kommen. Und dafür könnten wir jetzt hier sagen, an der Stelle, wir führen das als Parameter ein. Gut, und jetzt haben wir natürlich an anderer Stelle das Problem, nämlich da, wo wir den Konstruktor aufrufen. An der Stelle müssen wir jetzt irgendwie noch sys übergeben. So, und jetzt probieren wir mal aus, ob das klappt. Und irgendwas haben wir hier noch geschafft, dass wir hier Exceptions sehen. Genau, weil wir irgendwie noch einen Aufruf vergessen haben. Und zwar muss man, wenn man etwas in der GUI aktualisiert aus einem
aus irgendeinem Thread. Ja, der Thread, den wir hier gestartet haben, ist kein GUI-Thread und aus dem dürfen wir diesen Aufruf nicht starten. Das Ganze geht wie folgt. Plattform run later new runnable. So, und an der Stelle können wir jetzt den Code noch nicht ausführen, sondern was wir da brauchen, ist noch die Run-Methode. Müssen wir erstmal nach der Klasse suchen lassen. Und dann können wir hier die Run-Methode implementieren. Ja, und das ist relativ typisch bei so GUI-Entwicklung, dass eben es eine Unterscheidung gibt zwischen Threads, die die GUI verändern oder Threads, die irgendwie im Hintergrund laufen. Standardmäßig, wenn ihr jetzt mit einer GUI arbeitet und ihr klickt auf den Button, seid ihr in einem GUI-Thread und wir haben jetzt einen expliziten anderen Thread gestartet, der ist dann kein GUI-Thread und deswegen brauchen wir diesen Spagat hier. So, und dann gucken wir mal, ob das jetzt funktioniert. Und wir sehen, jetzt werden die aktualisiert und wir können jetzt hier auch irgendwie zwischendurch mal irgendwie so einen Aufruf machen und dann sehen wir, wie jetzt hier unsere Funktion berechnet wird. So, die Frage ist, sind wir jetzt fertig? Ist das jetzt schön so? Wollen wir das so haben? Ist das der Observer-Pattern? Und tatsächlich, das ist so noch nicht der Observer-Pattern und das liegt an folgendem Grund, dass im Moment der Calculator, das ist ja quasi der, der auf Änderungen reagieren möchte, der muss also dieses Counter-Value irgendwie, zumindest am Anfang irgendwie kennen. Allerdings, was wir eigentlich nicht haben wollen, ist eine Abhängigkeit von dem Counter-Value zu dem Calculator. Ja, also diese Abhängigkeit hier, der soll den eigentlich gar nicht kennen, weil das ist schwierig, weil vielleicht habe ich irgendwo noch eine andere Stelle, in der ich irgendwie was ändern muss. Wir wollen die jetzt entkoppeln. Und das würde ich euch jetzt nicht mehr vortun, sondern ich habe euch jetzt genug Entwurfsmuster gezeigt. Ihr solltet jetzt selber mal überlegen, was muss man für Klassen noch einfügen, um eben dieses Entwurfsmuster einzusetzen, sodass man sich eben hier spart, an der Stelle wirklich den Calculator zu referenzieren, sondern dass man eben ermöglicht, diese Kopplung zu lösen. So, und damit habe ich hier schon ein bisschen was vorweggenommen. Was wir hier jetzt eben neu sehen, ist eben dieses Counter-Value, was von Value erbt. Der Prof-Calculator, der kennt eben eins von diesem Counter-Value. Und wir sehen hier auch in der Verbindung, ja, dass da eben das Element Calc steht, also was wir eben vermeiden wollen, ja, mit dem Entwurfsmuster. Und an der Stelle würde ich euch bitten, sozusagen das mal selbst auszuprobieren. Gut, wir haben insgesamt jetzt schon ein recht komplexes System entwickelt, so Schritt für Schritt, aber ihr seht, das wird relativ schnell, relativ groß. Ihr seht auch verschiedene Sachen. Wir haben jetzt die Klassendiagramme benutzt, um uns das zu visualisieren, wie das Ganze funktioniert, auch um die Entwurfsmuster irgendwie da drin zu sehen. Und nicht immer müssen wir alle Methoden und alle Klassen von allem angeben und nicht immer brauchen wir alle Klassen in solcher Ansicht. Ja, das heißt, das nochmal als Hinweis, so ein Klassendiagramm ist eine Sicht, ist ein Auszug von dem, was wir tatsächlich im System vorliegen haben und soll uns eben ein bestimmtes Prinzip oder ein Wirkungsprinzip veranschaulichen. Gut, Observer-Pattern war jetzt das einzige Verhaltens-Pattern. Es gibt da noch eine Reihe von weiteren Pattern, die ihr euch gern angucken könnt, die allerdings nicht alle gleich häufig sozusagen in der Praxis gebraucht werden. Damit haben wir auch die Verhaltens-Pattern uns angesehen und da könnt ihr auch wieder gerne nachlesen im Buch von Gamma et al. Und auch da könnt ihr euch wieder den Quelltext angucken und hier der explizite Aufruf, das Observer-Pattern mal einmal selbst zu implementieren. Ja, also an der Stelle habe ich eben das Pattern noch nicht komplett vorgegeben, sondern ihr sollt jetzt noch den letzten Schritt machen und noch gucken, welche Klassen müssen wir da noch einfügen und wo brauchen wir noch welche Methoden, welche Klassen müssen abstrakt sein. Ich glaube, dass das auch wichtig ist, das wenigstens einmal gemacht zu haben, um den Unterschied zu verstehen zwischen dem Muster und dessen Anwendung in einem konkreten Kontext.
Gut. Ihr könnt natürlich auch andere Verhaltensmuster jetzt hier ausprobieren. Auch da wieder das Angebot, mir Änderungen als Pull-Request zu schicken oder ähnliches. Gut, damit sind wir durch. Das war die Weihnachtsvorlesung, die letzte Vorlesung in diesem Semester. Nochmal hier den schönen Weihnachtsbaum, in dem wir uns erfreuen können. Ich wünsche euch allen ein schönes Weihnachtsfest trotz der Corona-Beschränkung. Ich wünsche euch einen guten Rutsch in das neue Jahr und ganz viel Kraft tanken jetzt in der Lockdown-Pause, damit ihr nächstes Jahr wieder voll durchstarten könnt. Und ich freue mich auf euch im nächsten Jahr. Bis dann. Tschüss.